Sitzt richtig rum. Was denn? Passt. Ja. Ja. Ja, hab ich dir gesagt. Ja, hab ich dir auch gesagt. Genau. So, jetzt machen wir den Kopf fertig. Da gucken wir nochmal nach der einen Feder und dann heben wir das Biest drauf. Zwei vor der Tankstelle, moin. Morgen. IAC-Motor geht weiter. Wir bauen jetzt einen Zylinderkopf zusammen, Ventile wieder rein. Geht's draußen weiter, ne? Zylinderkopf draufsetzen, dann nach Wasserpumpe müssen wir, glaube ich, machen. Bevor wir einen Zylinderkopf draufsetzen, müssen wir natürlich noch die Zylinderkopfdichtung drauf machen. Wenn wir die vergessen sollten, das ist schlecht, ne? Dann kannst du es vergessen. Kolben und Ventile schön aufeinander schlagen. Ja, genau. Das machen wir heute zusammen und. Nee, ich verspreche nicht so viel. Vielleicht läuft der heute wieder. Schauen wir mal, wie wir so vorankommen. So ist der Plan. So ist der Plan. Samstagmorgen. Oh, weiß ich auch nicht. 9 Uhr haben wir jetzt oder so. 9.30 Uhr. In einer Stunde haben wir das Ding zusammen. So, also ich stecke jetzt die Ventile alle rein. Genau. Von unten in der richtigen Reihenfolge läuft das Ding. Wenn es sich stört, steht es irgendwo anders drin. Nee, müssen wir nur ein bisschen. Richtige Reihenfolge ist wichtig einzuhalten. Ich hatte die vorher auch beschriftet. Weil sonst muss man die Ventilsitze neu schleifen, richtig? In der Regel ja. Aber dadurch, dass wir die alten benutzen und es wirklich Plug and Play ist, also wirklich, dass wir nichts neu machen sollten, bräuchten wir die Ventile nicht einzuschleifen. Klar gibt es welche, die jetzt sagen würden, okay, ne? Macht man nicht, ne? Macht man nicht, sollte man nicht, aber ja. Ich denke bei so einem Motor, da wird das nicht ihn jucken. Der kriegt nachher 4584 PS mit seinem 18 Turbolader, den wir noch drauf bauen. Ja, dann machen wir da noch schön NOS rein. Ja, NOS muss. Schön NOS muss. NOS muss und dann so, Ventile sind drin. So, Ventile sind drin. Das ist 2, 3. Genau, die Flammscheiben, die habe ich auch neu, weil da waren nämlich nur 2 verbaut. Ja. Sag doch mal, warum wir die Ventilschaftdichtung nicht neu machen können. Wir haben keine. Es gibt keine. Ja. Das ist nirgendwo lieferbar. Das ist nirgendwo lieferbar. Ich habe über einen IAC-Händler versucht. Ich habe alles versucht. Es gibt's nicht. Das ist, wie gesagt, guck mal. Das ist komplett Metall, die Aber, ich meine, klar, wahrscheinlich, die leiern sich ja hier auch ab. Ne? Das stimmt. Was willst du machen? Also haben wir das Problem. Wobei, guck mal, das ist ja der... Was dichtet denn das überhaupt ab? Das ist eine gute Frage. Weil guck mal, du hast ja hier das Ventil, läuft hier. Ja. Hier drückt ja eigentlich nur die Feder drauf. Hat er gar keine Ventilschaftdichtung? Das ist halt eine gute Frage, vielleicht. Die. Deswegen. Ach so, nee, warte doch, wir müssen noch die E hier drauf machen. So, und die drücke ich jetzt runter. Ja, die beiden müssen halt so zusammen. Okay. Ach so, das ist aber. Ja, warte. Kommen die mit dem Keil nach unten, ne? Oh, ich denke, ne. Alter, Schimmel! Perfekt! Oder? Klar, das ist jetzt bombastisch. So. So. Also, einer hat runtergedrückt mit dem Maulschlüssel, der andere setzt die Keile hier oben rein und schon sitzt es wieder. In der Regel gibt es auch Zurückdrückwerkzeuge, ne? Die setzt man hier mit einer Schraube an. Genau. Drückt sie automatisch runter, aber dadurch. Dass wir das ja hobbymäßig machen, werden wir uns das, glaube ich, bestimmt für einen Motorblock oder Motorkopf nicht. Vor allen Dingen ist das wahrscheinlich auch für jeden Kopf was anderes, ne? Natürlich, da gibt es auch verschiedene Aufsätze und ich werde mit dir, die standardmäßigen sind nicht für so Schlepperdinger. Nee, ich habe im Handbuch gesehen, da gibt es irgendwie sogar so ein Ding, was hier unten sich hält und was da oben, das sieht total kompliziert aus. Was hier mit? So, was? Das sind die Dinger, die... Genau, jetzt dünne Feder. Dicke Feder. Dicke Feder. Scheibe. So, warte kurz. Ja, alles gut. Kannst du hier schon mal zurechtlegen, ne? Ja.
Schicht ist, denke ich, da außen, wo die Zylinderkopfrichtung dann sitzt, ne? Dann nur noch verletzt, restliche Verkokung ablösen. Ich habe das schon mal gemacht, der war beim Ausbau noch wesentlich dreckiger. Seht ihr ja in den alten Videos, die verlinke ich euch mal oben. Motorausbau Teil 1 oder Motor auseinanderbauen. Und dann gucken wir mal. Was guckst du denn? Ist da ein Riss? Nein. Ja, das ist nicht schlimm. Ja. Das ist hier kein Hochleistungs-Volvo-Motor. Der macht höchstens 2.500 Umdrehungen, dann ist Ende im Gelände. Ja, das läuft doch Volvo im Standgas, oder? Ist, glaube ich, auch wichtig, ne? Das sieht nicht aus. Das ist wie gemalt, finde ich. Viel besser als vorher. Ey. Vorher habe ich hier einfach nur abgemacht und drauf geklatscht. Kennst mich ja. So, drauf. Du nimmst die Kamera, ich nehme den Kopf. Dann würde ich sagen, machen wir mal. Was da? So, warte. Ja, ich kann das so zurechtschneiden. So, Leute, jetzt haben wir nochmal die Stehbolzen rausgemacht. Bis auf einen. Der ist zu. Bevor wir ihn abreißen, lassen wir lieber drin. Jetzt haben wir hier die Oberfläche metallisch blank gemacht. Sieht gut aus. Relativ, ja. Also, relativ. Besser geht immer, aber meine Güte, für unsere Zwecke müsste das eigentlich. Oder für Kevin seine Zwecke. Das ist reichen, ne? Genau. So, dann setzen wir jetzt wieder die Stehbolzen ein. Genau. Dann gucken wir, dass wir die Zylinderkopfdichtung drauf machen. Dann gucken wir nochmal den Kopf an, ob das unseren Ansprüchen entspricht. Und dann können wir den Kopf theoretisch draufsetzen. Draufsetzen und dann ziehen wir den schon mal fest mit der Kipphebelwelle und dann. Mit der richtigen Reihenfolge, das zeigen wir euch aber dann noch. Genau, stimmt. Reihenfolge ist immer wichtig. Und Drehmoment ist wichtig. 120 Newtonmeter. Genau. Und in 3 Schritten. Ja. Also 4, 8, 12 würde ich das jetzt machen. Richtig. So soll dann haben wir noch einen Tipp gekriegt, wir können auch auf 140 gehen. Das machen wir auf jeden Fall, aber erst. Erstmal 120. Erstmal 120, dann gucken wir erstmal, ob irgendwas kaputt gehen sollte. Nein. Nein, natürlich geht nichts kaputt, hoffentlich. Nein. Dann lassen wir erstmal laufen, warm laufen und. Dann gucken wir weiter. Dann sehen wir weiter. Am Laufen, wenn er erstmal wieder läuft heute. So, weiter geht's. Wir haben ein bisschen Zeitdruck. So, hier. Also für alle, die es wissen wollen, ne? So wird das jetzt montiert. Die Folie kann man dran lassen. Mach's lieber nicht. Ich sag's dir, du wirst so. Nein, war natürlich nur ein Scherz, ey. Du hast ja gespammt, wirst du dann. Erstmal gespammt. Also von einem Forum. Grüße gehen raus an Kevin. Ne? Der Kevin hat gesagt, die Folie muss dranbleiben. Das sieht man, was der keine Ahnung hat. Nein, Kopfdichtung natürlich. Ne? Eine Kopfdichtung drauf. Muss schön sauber sein, metallisch blank. Das haben wir eben gerade nochmal gerichtet. Dazu haben wir die Stehbolzen nochmal ausgebaut. Hatte da Marcel auch gesagt, ist besser, wenn das sauber ist. Ich habe gesagt, ist egal, aber nee. Wie gesagt, sonst brauchen wir es 3 oder 4 Mal wieder raus. Ich habe auch keine Lust, schon wieder eine neue Kopfdichtung zu holen. So, also entweder einmal anständig machen oder gar nicht. Den habe ich schon festgelegt. We'll be right back.
hältst du dann? Keine Ahnung. Es scheint mir egal zu sein. Obwohl, ne, hier, sagen, ich würde es so rum machen. Soll ich das auch mal rum? Anders da rum. Nein. Ne, nein, wieso? Das sind nur die Wasserkanäle. Nein. Wie, nein, nein. Ah, ne, das stimmt. Guck mal hier. Hier ist ein schmaler. Ja, ja, hast recht, da. Ja. Das war ja. vom letzten. Was willst du machen? Mach das nicht. Ja, ich muss doch irgendwie reinkriegen! Achso. Warte, hier vorne, bei dir. Ja, chill mal kurz. Ganz entspannt hier. Drücken, sondern schlau sein. Dabei hier. Hier ist schon alles gut. Ja, jetzt ist es. Ja. Ja, sitzt richtig rum. Sitzt richtig rum. Was denn? Passt? Ja. Ja. Ja, hab ich dir gesagt. Ja, hab ich dir auch gesagt. Genau. Genau. So, jetzt machen wir den Kopf fertig. Da gucken wir nochmal nach der einen Feder und dann heben wir das Biest drauf. Ja, ich gehe oben auf den Frontlader drauf. Dann ja. Drauf. Eine Hand zum Festhalten, du? Ja. Nur, dass du ihn hältst. Warte kurz. Hast du? Ja. Das ist nämlich optimal. Warte. Schön auf die Schwinge stellen. So. Ich hab. Was denn? Ja. Ja. Dann runter noch mit. Ich muss erst mal den höchsten. Ja. Ja. Und flutsch. Perfekt. So. Sieht doch ganz entspannt aus, würde ich sagen, oder? Ist gut draufgegangen, also, ne? Also. Sitzt auch. Besser. Sitzt, wackelt und hat Luft. Besser als ohne Konsole. So. Also. Jetzt. Ist wichtig. Mit dem richtigen Drehmoment. Wollen wir erst. Und dann eine Wasserpumpe zum Schluss dran bauen, ja, ne? Das sowieso. Wir könnten jetzt ja, wir müssen aber jetzt erst die Kippelwelt draufsetzen, weil die genau, ja mit hier mit dem einen genau, fest will. Ganz entspannt jetzt. Genau. Was ist denn mit den Flammschutzscheiben? Die kommen, Flammscheiben, die kommen erst, hier ja. Unten rein unter die Einspritzelemente. Mhm. Die können wir im Prinzip auch. Ja, ganz entspannt. Wir ganz machen jetzt zum Schluss erstmal, machen. Genau. Wir machen jetzt erstmal. Ich würde jetzt erstmal die. Genau. Ich bin gerade am Überlegen, wie das war. Achso, genau. Ich muss das. Federmäßig ein bisschen zusammendrücken. Schaut euch mal hier. So. So. Hm? Ja, der Bolzen, der ist da so ein bisschen, der will nicht so ganz. Passt aber doch jetzt. Ja, ja. Muss ne. Sieht doch, glaube ich, ja. Sieht doch ganz gut aus, hä, Schübel? Das würde ich sagen, aber. Junge. So. So, jetzt kommt der heikelste Moment. Oder? Ach Quatsch. Hier, und genau hier die zwei Schrauben, da kommst ja. Du beschissen dran. Ja, also das ist genau das letzte ich Mal das Problem ich. Gewesen. Warte kurz. Genau, du zeigst, ich hol mal den Cremefußschlüssel. Also wie ihr seht, dieser Bolzen wird verdeckt. Na? Also das heißt, an die hier zum Beispiel kommt man ganz easy dran, aber den hier, genau. Der will nicht so. Da kannst du von der oben, halt wenn du von oben drauf sitzt, dann sitzt das nicht gerade, die ja. Nuss. Und jetzt habe ich hier so ein von BGS so einen Krähenfußschlüssel bestellt und da kommst du hier dran und dann kannst du von der Seite direkt perfekt. Mit dem oh. Drehmomentschlüssel hier auch rein ja. Oder mit einer Verlängerung. Da kommst du jetzt hier ohne Probleme hoffentlich ganz gut vorbei. Ja. Nein, sieht danach aus, dass das funktioniert. Klar, es gibt noch mal einen anderen Spezialschlüssel extra von IHC. Den setzt du hier drauf, da geht hier ein Gestänge hoch und dann hier ist die Nuss quasi so, ne, genau umgelenkt, die Kraft. Ja, aber ich denke, das ist... Den kriegst du aber nirgendwo zu kaufen. Ganz ehrlich, für das
Ja, und so sieht er auch wirklich aus. Ja. Ja, super. Sieht schon mal gut aus. Weiter geht's. Akku ist ein bisschen schwach, Digi. Ja gut, ich hab dabei. Ich hab noch drei Stück dabei. Hast du dabei? Dabei. Hast du dabei. So. Den Moment. Ja, ja. Ich muss den eh erstmal ein. Ich glaube, der steht noch auf 40, oder? Wir hatten noch 40 unten gemacht, ne? Wir hatten noch 40 unten gemacht, oder? Was hat man gesagt? 40 machen wir. 4, 8, 12. 4, 8, 12 wirklich oder 40? Wir machen 4, 8, 12. Was ist denn das gewesen? 4, 8, 12 und dann machen wir nochmal 20 überall drauf. Ja. Lass uns ruhig machen. Wir reißen den Bolzen ab. Ja, safe nicht, aber ganz ehrlich, also ich mach nie über Überdrehungen, wenn er das sagt. Über Werkstatthandbuch nie? Nein. Okay. Das ist tödlich, sag ich dir wieso. Ja, ich weiß. Stehen ja nicht umsonst da drin, ne? Die Werte, oder? Das ist ja das Problem. Wenn er sich nachher verzieht, der Kopf. Das ist also dann hast du, dann bin ich gefickt. Unsere Köpfe sind ja mit den Schrauben. Das kannst du ja nicht vergleichen. Ja, den Schrauben musst du immer neu machen. Ach so, da machst du ja. Du ziehst die ja an von innen nach außen, aber verkreuzt. Ja. Mit, ja, sagen wir mal 40 Newtonmeter, 60 Newtonmeter, 80 Newtonmeter, 100 Newtonmeter. Ja. Und dann gibt es noch Grad. Das ist die so. Dehnung. Klingt ja jetzt zwar wieder ein bisschen pervers, aber das ist dann sozusagen, dass die Dehnschraube sich setzen tut. Ach so, da hast du echt nochmal dann mit auf dem Drehmomentschlüssel gerade drauf. Ja, nein, natürlich nicht. Ach so, aber du hast jetzt eine Schraube haben, so? Wir haben extra halt so ein Werkzeug, ja. Da ist wirklich gerade abgebildet. Krass. Das heißt, du setzt ihn so an, ja. Und dann machst du halt 90 ja. Oder 120 oder 160 echt? Grad. Okay. Das ist dann halt für die Dehnschraube. Ja gut, ich denke bei so Hochleistungsmotoren ist es halt auch was anderes als bei dem, ne? Hochleistungsmotoren, also da ist halt nach Herstellerangaben. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, der Kevin gibt mir das natürlich durch, weil ich will ja das hinter alleine machen. Das heißt, wir fangen von innen an und gehen dann nach außen. Genau, ich habe jetzt Werkstatthandbuch, das heißt Marcel zieht. Ja. Und jetzt fangen wir mit dem ersten Durchgang an, die nur handfest jetzt. Genau, und dann haben wir es später einfacher mit dem Drehmoment. Dann machen wir 40, 80, 120. Dann überlegen wir uns nochmal, ob wir dann den Tipp vom Kevin, vom anderen Kevin, annehmen, den 140 oder wir lassen es. Mal gucken. Wir ziehen jetzt erstmal, wie gesagt, den Kopf fest. Moin. Mahlzeit. So. Gut, also Kopf. Also, ja. Eins bist du richtig. Ja, einfach nur so ein bisschen. Ja, 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 ja. Zwei. Das ist richtig, ja? Ja. So. Drei. Wie ihr seht, schön über Kreuz. Jetzt kommt vier. Jetzt müsste das der. Bitte sein. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ding hier drauf kriegen. Ja, müsste aber gehen. Mach erstmal. Mal kurz. Achso, willst du erstmal da drauf machen? Ja, das kann man ja dann. Weil du musst nach oben abheben. Ja, ganz entspannt machen. Wir könnten es ja auch so machen, dass wir uns eine zweite Verlängerung damit machen, weißt du? Hm, passt hoffentlich, ja? Kann ich nicht sogar. Scheiße, der hätte ein Stück länger sein müssen, ne? Mhm. Nee, wenn nicht, ne? Im Endeffekt. Warte mal. Mach mal auf eine normale drauf. Mach mal auf eine normale drauf. Ich will mal testen hier auf die. Das ist eins, ne? Ne, eins wäre das, ne? Ja gut, Tübel. Was willst du machen? Ich könnte hier noch ein bisschen was wegfräsen. Das meine ich halt damit. Im Prinzip. Mach mal gib mir mal einen Eddingstrich. Also jetzt bauen uns ein Spezialwerkzeug. Zeichne mal an, von wo bis wo der sein muss. Und dann mache ich die Hälfte weg. Nicht die Hälfte. Das Problem ist halt, warte mal, lass uns mal eins machen. Mach mal kurz weg. Hier, wie wir eben gerade drauf waren, dann können wir ja das mäßig. Das Problem ist jetzt nur, dass du von der Umdrehung her jetzt ja auch gar nicht weiterkommst.
Weißt du, wie ich meine? Was meinst du denn jetzt? Ich muss ja jetzt rein theoretisch wieder eine weiter hinten ansetzen. Ja, ist doch scheißegal. Wenn du das weggearbeitet hast, dann kommst du doch rum. Dann komm ich rum, ne? Ja, ja, genau. Ja, alles klar. Ja, jetzt machst du schon wieder so. Jetzt wieso ist doch egal, mach doch so. Ist doch nur ungefähr. Und unten von dem Hals mache ich weg. Von hier. Ja. Mit Handfest gemacht haben und jetzt Schreifbock. Jo, da sind wir wieder. Also, wir haben es jetzt schon mal handfest gedreht, die Zylinderkopfschrauben. Jetzt drehen wir den ersten Durchgang auf 40 Newtonmeter. Dazu mussten wir hier so eine Verlängerung opfern. Und zwar, ja, weil dieser Krähenfußschlüssel immer noch verdeckt wird von der Kipphebelwelle. Und ja, jetzt kommen wir ganz gut dazwischen. Jetzt können wir es gut festziehen, wir kommen gut drauf. Und so lassen wir das Ganze jetzt. Also, wie gesagt, es wäre noch schöner, wenn der noch ein Tucken länger wäre, aber ist halt so. Kriegen wir jetzt so hin. Jetzt fangen wir an mit der Reihenfolge und auf 40 Newtonmeter. Genau. So. Kann ich ja theoretisch die mittlere Verlängerung nehmen dafür. Dann habe ich die drauf und dann passt das. So. Genau. Ich guck nochmal, ist er auf 40 eingestellt? Ja, ne? Ja, yep, korrekt. So, na, warte. Ich sag dir die Reihenfolge also, an. Erster. Richtig. Erster da. Ja. Zwei da. Jawohl. Drei. Jetzt kommt Speziello Nummer 4. Ja, Schlüssel. Verlängerung. Ist noch schön handwarm. So. Ja. Jawohl. Ah, das passt schon besser mit dem Ding. Jetzt die 5 ist diese hier, ja. Gegenüber von der 4. Ja. Jetzt die, da jetzt die 6 wieder mit dem Ding. Jawohl, das geht so perfekt. Ja, ganz ehrlich. Jawohl. Was dann nachher die Frage ist, ob das Ding noch die 120 Newtonmeter aushält, aber ich denke schon. Jetzt die 7. Ja. Über Kreuz. Jetzt die 8. Jetzt die 9. Und jetzt die 10. Last one. So. Jawohl. Durchgang 1 geschafft. Durchgang 1 mit 40 Newtonmeter. Jetzt Durchgang 2 mit. Hallo? Durchgang 2 mit. Warte, hier ist er verriegelt. Also hier, guck hier. Erst hier entriegeln. Ah, okay. Ja, ich sehe es ja. Dann kannst du ihn drehen. Ja. Auf wie viel? Ich glaub, genau. Ja, mach du. 80, ne? Erst. Nicht 120. Okay. 80? Ja. 40, 80, 120. 80 Newtonmeter. Jetzt wieder. Jetzt wieder gleich Reihenfolge. Nummer 1, jawohl. Jawohl. Nummer 2. Besser, ja, das ist nochmal.
Der letzte kritische jetzt eigentlich, ne? Ja, aber wir müssen eh nochmal, glaube ich, umsetzen, glaube ich. Ja, ja. Gut, gut. Nicht so weit wie in der Kippehebewelle. Ist doch kackegal. Je weiter wir da sind, ist. Meine Güte, das ist okay. Nochmal ansetzen, Schübel. Lass uns kurz. Lass uns nochmal ansetzen. Ja. Geht. Ich bin nervös. Nee. Merkt man gar nicht, ne? Nee. Also wenn. So. Motorpump. Erstmal schön hier Hylomat drauf gemacht. Kleben wir jetzt die Dichtung da dran. Dann machen wir jetzt hier nochmal. So. Zick. Das kann nur so rumpassen, hast du gesagt. Ja, anscheinend ja schon, ne? Weil die eine Seite ist länger und die andere Seite ist kürzer. Dann schraube ich es jetzt erstmal über Kreuz fest. Ja, mach doch mal. Nein, 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 du bist nicht immer drin. Jetzt hast du es an der Hand. Ja, meine Güte. Ne? Ja. Ich brauche noch keinen Mechaniker von mir gefahren. Nein. Ich musste meine Hände erstmal sortieren. So, jetzt ziehe ich die erstmal so an. Genau. Und dann so. Gut, hä? So. So. Passt, passt, passt. Jetzt machen wir. Ventile einstellen. Gut. Müssen wir ja machen. Definitiv. Ich würde jetzt hier gleichzeitig den Riemen hier vorne schon mal drauf machen. Jo, das kannst du machen. Und dann müssen wir nur auch nochmal im Handbuch lesen. Mhm. Wir müssen auch die Zündreihenfolge beachten. Alles klar. Und die. Einstellreihenfolge. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus, ja? Sieht ganz okay aus, würde ich sagen. Gut, so. Ne war. Jetzt Werkstatthandbuch. Werkstatthandbuch. Ja, reicht doch so, oder? So, die Ventile eines Zylinders müssen in geschlossenen Zustand, das heißt auf Kompressionstotpunkt, eingestellt werden. Die Reihenfolge der Einstellung ist entsprechend der Zündfolge des betreffenden Motors. Das heißt, bei Vierzylindermotoren 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2, genau, so. Was hast du, Doll 3, ne? Ja, aber warte mal, die Ventile eines Zylinders müssen im geschlossenen Zustand, das heißt auf Kompressionstotpunkt, eingestellt werden. Wie macht man denn das? Was meinst du jetzt genau? Ja, wie stelle ich die denn, woher weiß ich denn, wie ich Kompressionstotpunkt habe?
Kippehebelwelle ist drin. Ventilspiel, ist eingestellt. Jetzt kommen da Einspritzelemente rein. Da haben wir neue Flammscheiben drunter gesetzt. Jo Leute, leider hat das Video vom Zusammenbau des Motors ein bisschen abrupt geendet. Meine SD-Karte war voll. Und ich war so dreckig, ich konnte nichts anderes mehr holen. Ja, wie ihr seht, Motor ist zusammen. So ein paar Probleme hat man noch beim Ventiler einstellen. Aber das ging letztendlich dann auch ganz gut, nachdem wir nochmal im Werkstatthandbuch nachgelesen haben. Ja, er lief schon mal ganz kurz. Batterie war auch noch platt. Die habe ich jetzt wieder aufgeladen. Und jetzt schmeiße ich mal mit euch zusammen an. Läuft wesentlich besser als vorher, macht kaum noch eine Wolke. Und ja, jetzt mache ich mal die erste weitere Tour, dass er mal ein bisschen warm wird. Wie gesagt, Zylinderkopf. Wir haben warm laufen lassen, dann haben wir den nochmal nachgezogen mit den angegebenen Drehmomenten. 120 Newtonmeter. Und das hat man auch gemerkt, dass das nochmal eine ganze Ecke ging, nachdem er einmal warm gelaufen war. Ja, und da hoffe ich mal, dass jetzt alles soweit dicht ist. Deswegen habe ich jetzt noch die Haube abgelassen. Ich will halt nochmal gucken, ob alles soweit dicht ist, ob nirgendwo was rauskommt. Ölstand ist in Ordnung. Von der Laufkultur her ist auch top. Und jetzt schmeißen wir das gute Stück mal an. Reicht noch nicht zum Vorkühlen, glaube ich. Des Videos. Leider Gottes war die Speicherkarte irgendwann voll, aber ihr habt ja jetzt gesehen, wie wir den Motor zusammengebaut haben. Was wir da noch nicht gemacht hatten, war die Einstellung der Ventile. Jetzt sind wir aber so weit, dass das Schätzchen wieder 1A funktioniert, 1A läuft. Ja, ich sag mal, Projekt beendet. Schauen wir mal, was weiter mit dem IAC geht. Ja, ich denke mal, ich würde jetzt gerne versuchen, den zu verkaufen. Uns dann ein neues Projekt zulegen und zumindest schon mal für den MB-Trag einen Frontlader holen, den wir dann auch selber anbauen. Das kriegen wir hin. Wir probieren alles. Ja, hat gut geklappt. Wir waren am Samstag beschäftigt, bis um Viertel nach fünf. Ja, so um 3 Uhr. Ja. Ja, wir hatten noch so ein paar Probleme mit den Ventilen einstellen. Haben wir dann bei oben, aber meine Güte, solange das Ding jetzt heute läuft und ohne Probleme läuft, nicht mehr qualmt und ohne mehr Suppen tut, ist alles super. Schön trocken, ja. Läuft wie eine 1, ja. Also auch vom Durchzug her wie vorher, also ich denke mir, der hat jetzt wieder die volle Leistung, verbraucht kein Öl mehr, verbrennt nichts mehr, Abgase sehen richtig gut aus. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, was wir mit dem IAC gemacht haben. Das ist mein erster Schlepper, den ich mir zugelegt habe oder den mir meine Frau geschenkt hat, aber es ist halt immer schwierig mit zwei Fahrzeugen und dann beide in Stand zu halten, das ist schon viel Arbeit.
Und von daher kann ich jetzt guten Gewissen das Ding anbieten. Vieles neu gekommen. Kolbenringe sind neu, Bläulager sind neu. Die ganzen Abdichtungen etc. pp. Wie Ölwanne, Ventildeckel und. Also derjenige, der es kauft, hat auf jeden Fall einen guten Trecker. Definitiv. Der hat Spaß dran. Und ja, ich sag mal so, ich hatte das Ding jetzt 6 Jahre und ich hätte es wahrscheinlich nicht unbedingt machen müssen. Man hätte das auch noch anders reparieren können, aber ich habe halt gesagt, wenn ich was verkaufe, will ich das auch vernünftig verkaufen. Natürlich hat so ein Frontlader dann beim MB-Truck halt mehr Leistung und man kann dann auch einen kaufen mit hier hydraulischer Gerätebetätigung und so ein Kram. Und das ist natürlich schon ein bisschen größer, also man vergrößert sich ja immer. Und deswegen gucken wir mal, was wir an dem MB-Truck noch so Schönes machen demnächst. Und am Deutzer vom Nils, der ist heute Abend leider nicht dabei. Jetzt trinken wir noch einen Feierabendbämpel und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sind jetzt Schraubercrew. Ja, mittlerweile sind wir zu dritt. Macht auch Spaß, denn Marcel ist auch, glaube ich, gerne hier. Und da haben wir auf jeden Fall richtig gute Kompetenz da. Ist gelernter Kfz-Mechaniker. Oder Kfz-Mechaniker oder Kfz? Ich bin Kfz-Mechaniker, bin aber auch Servicetechniker bei Volvo. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne von was anderem belehren. Ich schraube gerne an alten Sachen und bin eher nicht so der Elektrik-Typi. Aber wie gesagt, Mechanik. Das stimmt, zur Diagnose können wir hier noch nichts dran hängen, ne? Aber das brauchen wir. Wir tauschen einfach und ich gehe mal gut. Hat Spaß gemacht. Das ist ein Hobby und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ne, Daumen nach oben und lasst ein Abo da, nicht vergessen bei YouTube. Könnt mal bei Instagram reingucken, da werde ich jetzt auch nochmal gleich ein Foto posten mit dem IAC. Haube ist wieder drauf, Haube ist drauf, funktioniert alles. Testfahrten wurden schon ausführlich getätigt. Ja, und ich denke mir, wir sehen uns nächste Woche wieder.